Die Bundesregierung hat heute den sogenannten Anti-IS-Einsatz um ein Jahr verlängert in Irak und in Syrien. Wir finden das fatal. Die Bundeswehr ist nämlich dort als eine Koalition der Willigen unter der Führung der USA unterwegs, ohne ein Mandat der Vereinten Nationen. Und deshalb ist dieser Einsatz mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar. Deutschland wird weder im Irak noch in Syrien verteidigt. Es ist zudem unverantwortlich, die Bundeswehr in einer Region zu belassen, wo heutzutage jeden Tag die Kriegsgefahr wächst aufgrund der Kriegsdrohungen des US-Präsidenten Donald Trump gegen den Iran. Es ist zudem skandalös, dass die Bundesregierung es missachtet hat, dass der Bundestag bereits letztes Jahr beschlossen hat, dass diese Bundeswehreinsätze zum 31. Oktober 2019 beendet werden sollen. Wir finden diese Missachtung falsch und fordern, diesen gefährlichen und grundgesetzwidrigen Einsätze im Nahen Mittleren Osten der Bundeswehr zu beenden.